Die Absetzung der Anträge zum Überstundenausgleich für die Feuerwehr durch CDU und FDP im Rat der Stadt heute ist ein Skandal und ist beschämend für eine Stadt wie Düsseldorf, dass deren Mehrheitsfraktionen sich der Verantwortung entziehen, über dieses Thema öffentlich diskutieren zu wollen und Farbe zu bekennen. Darum geht's. Denn sie müssen Farbe bekennen, indem sie dann deutlich machen, was sie nicht wollen zum Beispiel, und das auch gegenüber der Wählerin, dem Wähler dann zu verantworten haben. Wir hätten gerne diese Debatte gehabt, weil wir es falsch finden, dass die Stadt sich auf den Standpunkt stellt, verjährt ist verjährt. Die Feuerwehrleute haben diese Ansprüche in 2001 bis 2005 erworben. Sie sind immer wieder auch durch die Verwaltung selbst verzögert worden. Wir werden schon eine Lösung finden, wartet mal ab. Dann treten Verjährungsfristen ein und dann sagt die Verwaltung, verjährt, verjährt, so geht das gar nicht. Die Stadt ist in der moralischen Verantwortung, aus unserer Sicht hier was zu tun, mit der Feuerwehr wieder neue Gespräche aufzunehmen und zu klären, welche Möglichkeiten noch bestehen, dass man zu einem Ausgleich dieser Überstunden kommt. Das muss ja nicht immer direkt ein Bargeld sein, das kann auch ein Lebensarbeitszeitenkonten sein. Das heißt, dass die Feuerwehrleute durchaus in der Lage sind, dann früher auch in Pension zu gehen. Also gibt es viele Möglichkeiten. Andere Städte haben bewiesen, dass sie das können, wie Köln, wie Duisburg, wie Essen, wie Dortmund um uns herum. Also eine Stadt wie Düsseldorf, die davon dann auch die reichste aller dieser Städte ist, sollte das doch wohl möglich sein.